So, zweite Runde, neues Glück. Wir fangen direkt an, wir nutzen die Zeit. Ich gucke auf die Uhr und wir legen sofort instant los. Vielleicht haben wir ja diesmal ein bisschen mehr Glück. In Bezug auf Drops, etc., etc. Ganz geile Kombo. Explodieren und Platscher. Unser Leben habt ihr gesehen. Ist gerade ein bisschen wie in der Disco. Auf und ab. Wow. Wow. Dass ich da nicht nahtot Dass ich da nicht nahtot bin, wundert mich gerade ein bisschen. Das sah eigentlich sehr, sehr kritisch aus. Scheiß Bienen. Das wird aber mal ein schneller Run hier, würde ich sagen. Das werde ich nicht tun. Gar nicht gesehen, dass da Champions drinne waren. Das geht so schnell. Bam, bam. Und weiterlaufen und Putsch und Platsch, Sackgasse. Ja, sowas ist gut. Auch wenn hier vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade so ultra viele Champions gerade am Start sind. Aber dafür sind hier viele Gegner. Das macht ja doch auch schon eine ganze Menge aus, wenn man sie jedenfalls so schnell töten kann. Ach ja, Sackgasse. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, Pascal freut sich nass. Oh. Sack mit Gasse. Das wirst du nicht tun, das ist klar. So, aber nochmal nebenbei, ich weiß, das wird jetzt für den einen oder anderen nicht so interessant sein, diese ganzen Runs etc. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf Monster Hunter und ich denke mal, es ist sinnvoll, weil wenn ich jetzt andere Spiele anfangen würde, wie, ich habe ja schon viele Ideen, was man machen hätte können. Wie zum Beispiel, ich habe ja hier Destiny sage ich jetzt, ja, klar allgemein Destiny, aber ich finde, da kannst du nicht wirklich viel Let's Playen, finde ich. Die Story ist auch so weit durch und von da aus bringt das irgendwie nichts. Dann habe ich noch Divine. Da gibt es jetzt auf dem PC den zweiten Teil. Jetzt ist gar nicht, wie das heißt nochmal. Schaden. Hallo. Das spielt auch gerade. Das spielen gerade viele. Ist auch ein super altes Rollenspiel. Wäre eine Idee gewesen, aber ich denke mir, wenn ich so ein Projekt starte, dann hänge ich da dran, ne? Und wie schon gesagt, momentan kann ich es mir nur erlauben, ein Spiel zu spielen. Rein zeitlich gesehen, rein von der Arbeit her gesehen. Deswegen wäre es doof, wenn ich da jetzt ein Riesenprojekt anfange, obwohl ich eigentlich ein ganz anderes Let's Play spielen wollen würde. Von da aus Monster Hunter, müsst ihr ein bisschen euch gedulden. Yeah. Und weiter geht's. Zweite Runde. Viel Erfolg. Brauchen wir nicht in der Regel. Überdenkt euer Vorhaben. Haha. Das ist doch nett. Super Platsch. Was hier manchmal an Gegner an so kleinen Ecken hängen, das mag man immer nie glauben. Ein mächtiger Gegner erwartet uns, ja? Ach, da war auch was. Man muss ja echt manchmal echt gut aufpassen, was hier so alles rumgurkt oder was hier so gefallen ist. Ich höre das schon gar nicht mehr. So eine Volkskrankheit. Meine Fresse, lass mich raten, das ist eine Sackgasse. Überdenkt euer Vorhaben. Okay, jetzt hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ich wusste es. Ach, nee. Weil hier ist ja eigentlich immer der Pilz, ne? So, also bislang muss ich ja sagen, in dieser Serie, ich weiß gar nicht, wie ich das machen werde, aber ich glaube mal, das wird so eine Art Farm-LP.
generell. Hier ist ordentlich Action, aber wir müssen, das ist Sumpf. Der Sumpf ist gefährlich, vor allem, obwohl das ist gar nicht so der richtige Sumpf. Das ist noch nicht bereit. Aber ihr merkt, es geht hier super gut ab. Wir sind unbesiegbar. Von da aus kann uns ja alles egal sein. Ich brauche Champions. Oh ja, ein Trank. Wunderbar. Das will man ja auch unbedingt haben, mit die Tränke vor allem. Scheiße, nee. Capella, warum levelst du denn die scheiß Steine? Ja, ich brauche Gegenstände zum Hochwerten. Ne, ihr kennt ja, man braucht ja die Levelsteine, sag ich mal, um Geschicklichkeit auf Gegenstände nochmal extern raufzurollen. Und dafür braucht man diese Steine. Und umso höher die sind, umso mehr Geschicklichkeit kriegt man. Oder Vitalität, je nachdem, was man halt... ich hasse es, ich muss... Hallo, Boss. Nahtod. Nice. So schnell kann es gehen. Ihr habt es gesehen. Das waren jetzt aber auch mehrere Champion-Gruppen, glaube ich. Jetzt muss ich aufpassen. Vor allem wegen den Platschern. Die sind nämlich bei mir, sorgen die für instant tot, würde ich sagen. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen passiv laufen. Also nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger agiere. Vor allem, wenn hier die Platscher sind. Das Problem ist halt bei den Platschern, dass die halt so einen übelst großen Radius haben und man im schlimmsten Fall wortwörtlich einfach nur in den Tod blinkt, weil ja die Reichweite von der Glocke so hoch ist. Auch wenn ich ausweichen habe, würde ich es ungern drauf ankommen lassen, es auszuprobieren, ob man nicht stirbt. Von da aus lasse ich das lieber. Ach du Scheiße. Eklig. Absolut widerlich. Weiß nicht, wie viele Gruppen das eben waren. Zwei Stück, glaube ich. Da war ein Schrein. Hab's gesehen. Boah, sag mal. Eile. Immer gerne gesehen. Geht dann immerhin schneller von den Lippen. Bäume und Platsch. Ja, wunderbar. So. Die Geräusche. Meine Fresse, ich hasse es. Es ist wie Lotto spielen. Hier verlangt das Unmögliche. Achso, das ist unmöglich. Verstehe. Wer wurde in der Ananas? Ganz tief im Meer. Das war knapp. Oh Gottes Willen. Hör, wo sind die Punkte? Ihr Schweine. Alter, nee. Komm gerade irgendwie nicht drauf klar. Irgendwie ist der Run auch so ziemlich lame gerade, muss ich sagen. Also von der Zeit her. Dauert ziemlich lange hier. Na gut, wegen Nahtod. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja, man, wenn man nahtot ist, will man kein Risiko eingehen, logischerweise, wenn man weiß, dass man draufgehen kann, ne? Logischerweise. Ich werde dann abverziehen. Ja, das waren wir. So, den Tod fast vor der Schippe gesprungen heute, muss man ja mal sagen. Ach, guck mal, da oben sind Gegner. Wie, was zum Henker? Das beunruhigt mich hier gerade.
Ich bin noch nicht wieder bereit. Was zur Hänge? Also ich meine, überleg mal, wenn du jetzt mal so dir das so ausmalst, HC, ja? Bleibst du in dem Portal und gehst mal kurz woanders hin, weil du dir denkst so, naja, YOLO, weißt du, ist ja geschafft, sind ja keine Gegner mehr da und dann flattern da auf einmal so scheiß Fledermäuse an. Ja. Das war's dann mit dem Charakter, so nach dem Schema, ne? So schnell kann das gehen, das ist echt der Wahnsinn. Wie oft, wie viel Charaktere ich schon verloren habe. Das ist der Hammer. Oh, Yetis. Yetis! Oh, Gottes Willen, Leute, bitte. Gebt mir bitte Gegner. Massenweise, bitte. Ja, das geht ja schon klar hier so ein bisschen. Ach so, blocken. Und manche Gegner, ne, die haben einen Blockradius da vom Feinsten ab. Warum sind die vom Meier da? So, nach dem Schema geht das denn? Ach so, Sackgasse. Boah. Ja, das hat sich jetzt super gelohnt. Oh ja, Atmung. Atmen-Ebene, wie wir das immer so schön nennen. Da war was. Betonung auf war. Gebt mir Champions. Ich glaube, die beste Ebene für so eine Runs sind wohl oder übel die Wüste. Oder dieses Pseudo-Sumpf-Gedöns. Würde ich sagen. Oh, nicht anstürmen lassen. Alles, aber nicht das. Oh, bloß zur nächsten Ebene. Das geht ja hier. Ach so. Ja. Nochmal. Nochmal, weil es so schön war. Na ne, brauchen wir gar nicht da. Ach so. Ja, Sack. Ja, so ist das mit den Sack und den Gassen. Muss man aufpassen. Oh. Ich dachte, ich hätte denn... Oh ja. Na toll, ich zünde alles. Ich dachte, es wäre Kanner gewesen. Das ist nicht mehr. Bei allem, was heilig ist, kennt ihr diesen Gegner? Das ist Yunta, der Dämon. Ganz guter Atze. Boah, kann man machen? Boah, ernsthaft. So hält aus heute. Meine Last ist zu groß. Oh nein, ich kann nichts mehr tragen. An Blutsplittern, da müssen wir natürlich Kanada nerven. Machen wir auch gleich. Eiskalt nervt man so heute. Eiskalt. Ich muss zurückkehren. Weiß gar nicht, wie viele Splitter wir eigentlich kriegen pro Run bei 70. Ihr seht aus als so. Ich würde sagen, wir identifizieren. Das bringt sonst nichts. Blutsplitter liegen lassen ist eine relativ dämliche Sache immer. Wir gucken erstmal, was Ashashis gefunden haben. Wen hätte es gewundert? Wer hätte es geglaubt? Es ist nix. Oh, Hilfe! Nee, Amulette nicht. Nein, Amulette nicht. Oh, Katara, was ist mir heute los mit dir? Großzügig. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist so teuer. Aber wie man sehen kann, ist alles schlecht. Alles schlecht und weiter geht's. Lassen wir uns nicht ablenken. Besitzt ihr die Gabe zu überleben? Ja, besitzen wir, würde ich sagen. Achso, ich dachte, der Champion-Gruppe. Da. Bim. Oh ja, Feuer.
Da will man nicht drin stehen bleiben. Kann ich euch jetzt schon verraten. Absolut nicht. Das ist das Schlimmste, wo du drin stehen bleiben kannst. Oh nein. Hier los. Immer lustig, wenn Skelette mehr aushalten. Aber auch nur wegen dem Schild wohl. Bemerkt. Hier fehlt mal was. Hier fehlt eigentlich der Champion, oder? Hallo? Hä? Wollte sagen, wo ist der Boss? Zu gut. Nachteil an den Ebenen ist immer, dass die manchmal zu groß sind und einfach mal viel zu wirrwarr angeordnet sind. Aber gut, wir haben hier schon wieder den Ausgang. Wunderbar. Aha, ist hier was? Oh, wer hat's gedacht? Eine Champion-Gruppe. Manchmal sitzen sie ja da in den Ecken. Auch wenn man immer gerne so straight durchläuft. Aber so gewisse Bereiche sollte man doch gegebenenfalls erkunden. Ah ja. Und weiter geht's. Was haben wir denn? Kanalisation, das ist doch so, so schön. Das ist eine Sackgasse. Ich will Blitze haben. Da. %98. Yay. Wer ist es? Oh. Also man hat ja immer die Hoffnung, dass man ein Z-Teil auf Arschaschig. Ich spreche das bestimmt immer falsch aus. Arschaschig. Aber dass man Z-Teil davon findet, weil das wäre natürlich schon ein bisschen geil. Aber wenn ich dann so Spieler sehe, ja, in den weltbesten Ranks, die dann so einen Charakter haben, wo 5 Gegenstände Arschaschig sind, natürlich mit den geilsten Rolls überhaupt, wo du dann selber eigentlich schon denkst, what the fuck, das hätte ich auch gerne. Aber wenn ich das immer probiere, boah, da könnt ihr vergessen. Nee, krieg ich nicht. Ich krieg dann so Amulette. Ja, oder am besten habe ich auch schon gefunden. Pascal hat sich weggeschmissen. Habe ich gefunden für Begleiter. Die Rune. Ja, damit er nicht stirbt und sonst Scheiß. Das habe ich gefunden in Arschaschig. Ja, wo ich mir auch so denke, ja, komm. Leck mir am Arsch, ey. Das ist so das Einzige, was du absolut nicht gebrauchen kannst. Aber das kriegt man denn, möglicherweise. Das werde ich nicht tun. Und diese Ebene geht mir schon wieder ein bisschen gegen den Strich. So, Sack mit Gasse. Da lang. Open. Wow. Was war das für ein Schaden eben? Was zum Henker ist denn hier los? Das werde ich nicht tun. Ja. Ist mir auch ganz lieb. Oh, ja. Ich feier nie drauf, ne? Immerhin. Oh ja, Kugel liegen gelassen. Heide Witzka. Ich bin nicht wieder bereit. Die Götter handeln durch dir.
So, Feuer immer am besten stehen bleiben. Und Pascal auch schon mal bewundert bei mir. Ich stand da eiskalt drinne, nahtot. Hätte auch nicht mehr viel gefehlt zum Sterben. Kann ich mich noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Das war echt nicht gut von mir. Aber wie sagt man so schön in Hatzit, ja, wenn man denn erst draufgegangen ist, dann merkt man sich das. Dann ist man so ein bisschen geschädigt. Woran man schon alles gestorben ist in dem Spiel. Dumm, die dumm, die dumm. Tür auf, guten Tag. Boah, zwei Gruppen. Das ist schön. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, hätte ich jetzt die andere Kugel eingesammelt, wären wir jetzt schon fertig. Ist der Popo-Wächter? Da ist er! Oh ja, Gürtel. Ach ja, und weiter geht's mit dem Leveln der Steine. Das dauert aber noch, bis ich die auf 90 kriege. Wenn ich das alle in 5er Schritten mache, bei jedem, könnte ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja eh leveln von da aus. Und da ich ja alle Rüstungsgegenstände bei mir noch aufleveln muss, habe ich da auf jeden Fall noch, was sagt das Inventar? Das Inventar sagt 34 und Blutsplitter würden wir ein paar verlieren, deswegen packe ich hier mal. Das kann ich mir nicht leisten. So. Und weiter geht's. Da können wir noch zwei, drei rein zu machen, würde ich sagen. Ich habe ja so das Gefühl, dass wir nichts kriegen. Weiß nicht, warum das liegt, aber das liegt, das habe ich so in der Unterhose. Das ist so ein Gefühl. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Du hast nicht genug Geisteskraft, ja. Oh. Ja, wieder Platscher, Leute. Da merkt er, wie gefährlich das doch sein kann, ab und an mal im Leben. Das Unmögliche. Platsch, platsch. Oh, bitte nächste Ebene. Bitte, 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 bitte. Und jawohl, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Hoffentlich keine Platscher. Ansturm, ja. Oh, sag mal. Nicht unbedingt besser, die Ebene. Das ist doch mal ein Begrüßungskomitee, oder? Machst du die Tür auf, kommt da erstmal nah beim Angewackelt. Das werde ich nicht tun. Doch, das wirst du gleich tun. Dankeschön. Und wir laufen weiter. Wo sind. Ich brauche wieder ein Schrein, das wäre ganz schön. So kann er technisch gesehen. Aber manchmal gibt es Zeiten, da ist das Mangelware. Wie jetzt gerade. Gefällt dir denn da nicht? Der Popo-Wächter. So, ich glaube, wir schaffen jetzt noch zwei Runs. Oder ein. Wenn ich gut bin, zwei. Mal schauen. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, kehre mal in die Stadt zurück. Piff. Gut.
Und weiter geht's. Oh ja, das war gut. War eben Trank mal notwendig. Ganz nett sind auch Gegner, die einen heranziehen. Könnt ihr euch da gewisse Kombos wahrscheinlich vorstellen. Das hatte ich bislang auch mit Pascal einmal gehabt. Das war absolut widerlich. Zum Glück konnte ich noch reagieren. Genau wie hier die Sache eben. Sah zwar harmlos aus, aber auch super gefährlich, weil du einfach mal für ein paar Sekunden lang nichts machen konntest. Ja, und in der Zeit gehst du eigentlich in der Regel immer gerne mal drauf. Wenn du nicht reagieren kannst, hast du bei Diablo wortwörtlich verschissen. So. Und es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten, meinen Charakter noch stärker zu machen. Das weiß ich wohl. Aber leider fehlen mir dazu noch die richtigen Gegenstände, um das wirklich so wirklich vom Vorteil für mich zu machen. Und von da aus, also noch mehr Def, sage ich mal. Mehr Schaden jetzt, glaube ich mal, gar nicht unbedingt. Aber mehr Def. Wo ich aber sagen muss, dass ich das momentan nicht unbedingt brauche. Klar, Nahtod ist immer wieder mal präsent hier auf HC. Wird es auch immer sein, wenn man HC spielt. Ich glaube, das ist eine Sackgasse, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Aber generell gesehen würde ich das jetzt noch nicht aufwerten, weil so momentan kann ich ja... Ach so, war doch richtig. weil generell... bin ich momentan echt gut, relativ zufrieden, auch mit dem Live und etc. Klar, bei den 90ern Run, die ich mittlerweile mit Pascal mache, wird es zwar schon mal kritisch, aber dort agieren wir teilweise eigentlich schon so, dass wir fast gar nicht drauf gehen. Ja, oder wenn, achten wir da stark drauf, dass wir gemeinsam, sag ich mal, relativ gemeinsam laufen. Und die Luft ist auf jeden Fall nach oben relativ groß. Mit. Auch sehr ungern gesehen. Hallo! So, einen Run machen wir noch. Und danach gucken wir mal, ob wir ein Fazit haben. Ich habe ja echt das Gefühl, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr, Leute. Das könnt ihr vergessen. Leider, wohl bemerkt. Wie viel muss das woanders probieren. Wie viel Platz haben wir noch? Reicht nicht. Wir müssen. Na gut, dann war's das. Dann wird das jetzt die. Wir haben noch ein paar Minuten. Neue Transmog. Ah ja. Wir gucken einmal kurz drüber. Zu Wukong in Uralt. Aschemantel. Was ist das denn? Drei Wölfe. Wahrscheinlich ein sehr wichtiges Item für. Dämonenjäger. Tja. Nix diesen Run. Nix. Das ist der Wahnsinn. Wollen wir mal von oben anfangen? Aschemantel kam genauso weg. So, und das lese ich mal ein. Ich glaube mal, das habe ich noch nicht. Und tschüss. Kann man ja immer wieder gebrauchen. So, Kadala, mach mich glücklich. Uralt, jetzt.
Ich ahne Schlechtes. Nix. Tja, Leute. Fazit. Wir haben nicht einen einzigen Arschaschen Gegenstand gefunden. Letzten Part hatten wir einen gefunden. Jetzt keinen. Vielleicht im nächsten Part. Wissen wir nicht. In dem Sinne, haut der Rinse mit einem bekannten Grinsen und seid in der nächsten Folge Let's Farm Arschaschisch. In dem Sinne, haut der Rinse mit einem bekannten Grinsen. Tschö, mit Ö.